Oh, mal sehen, ob ich mit Dings schießen kann. Ah, super gut. Nehme ich nicht. Prima! Hey Mädels, ihr habt den Ball verloren. Probiere ich das Ganze nochmal mit rechts. Wo seid ihr? Da. Schieß! Wow, Olympiareif. Nicht. Oh, Ella. Ella, Ella. Was bitte? Ella! Hey! Meine Güte. Ich hab sonst nicht so einen Hund, der so gerne ins Wasser geht. Volle Kanüle rein hier. Das war Ellas erste Badestelle im Sommer. Oh, wow, ganz schön viel Wasser, hä? Ja, Elli gefällt's und wir haben ja bloß gerade. Why not? Das andere Hundekind heißt auch Ella. Hallo Ella 2. Du willst auch einen Keks? Was hab ich denn schon gedacht? So, Rosi. Die ganze Zeit irgendwie im Schnüffeln und Ella hat Spaß mit sich und der Welt. Und im Stock. Hast du einen feinen Stock? Also, Stock. Stock würde ich da jetzt nicht nennen. Elli, ein Stöckchen war's. Oh, das ist ein Stock. So ist es, wenn man immer auf die Hunde guckt, aber nicht nach vorne. Paradies für Ella hier. Ne? Elli, wo ist der Stock? Da ist Ella ihr Stock, ne? Das ist ein passender Sheldie-Stock. Hier liegen nämlich ganz viele davon rum und Rosi so, what the fuck? Was? So, wir sind jetzt hier im Wald angekommen. Es geht übelst krasser Wind. Ich weiß gar nicht, ob man das so sieht. Naja, ich werde jetzt die Mädels mal anziehen. Und dann geht es los. Ne? So, wir sind startklar. Oh, ich weiß gar nicht, ob man mich hört. Komm, wir gehen ein Stück und dann mache ich euch ab. Wir wollen eigentlich heute die große Runde gehen. Erstmal hier geradeaus. Hä? Kommt? Mädels, hier. Sitz. So, lass jetzt einfach die Leine fallen. Nummer 1. Nummer 2. So. Uiuiui. Okay. Das hat irgendwie voll was für ein Frühling. Mit Sonne und 7 Grad. Mal sehen, ob wir noch jemanden treffen heute. Oder eher nicht. Also hier sieht es zumindest sehr leer aus. Hey Elli, komm los! Ah, da hinten kommt tatsächlich jemand. Also ihr seht das wahrscheinlich noch nicht. So wie es aussieht, kommt der auch entweder gejoggt oder gefahren. Gejoggt vielleicht. Hatten wir eigentlich auch vor, aber eigentlich. Was habt ihr so an den Feiertagen gemacht? Außer vielleicht bei Familie und Freunde gegessen. Wir waren ja gestern beim Training und jetzt gehen wir spazieren. Ich meine, wir müssen ja alle mal in der Reihe, ne? Und ja, erzählt mal. Mittlerweile glaube ich übrigens auch gar nicht mehr, dass das davon eine Jogger sind, weil dann wären die schon schneller hier gewesen. Sondern die gehen einfach auch spazieren. Aber durch diesen Lichteinfall, ist ja immer hier Lichtschatten, sieht das aus, als würden die irgendwie schneller laufen. Das ist ganz putzig. Es war ein Walker. Walker? Nordic Walker. So, passt auf.
Rosi? Okay. Super, Rosi hat schon irgendwas gesehen, wo sie hin will. Elli will die Rosi nicht mit dir spielen, die will nur schnüffeln, ne? Aber Ella schnüffelt jetzt auch mehr, seit sie läufig war. Ne, Puppe? Schnee! Ja, ja. Das lief übrigens auch recht unkompliziert bei ihr, also gab wirklich überhaupt keine Auffälligkeiten oder was. Ich habe das auch gar nicht gemerkt, ich konnte sie ableinen und alles, also das ist jetzt kein Tipp für andere, aber wir haben eh so wenig Rütenkontakt und wenn, sind die meistens kastriert. Nee, total unkompliziert, wollte ich sagen. Ich weiß jetzt nicht, wie viel es aufgenommen hatte. Hab ja gar nichts angemerkt. Auch jetzt nicht. Und in der Wohnung hat sie ab und an mal ein Höschen angehabt, wenn es notwendig war. Halt, wenn sie auf der Couch oder im Bett mit war. Das Einzige, was mal passiert war, dass die zweimal aneinander geraten sind. Zweimal, also einmal nach so einem Spielen, das ist ein bisschen eskaliert, in Anführungsstrichen. Und einmal zu Hause beim Spielen, wollte ich sagen. Da habe ich aber dann auch mal kurz eingegriffen und gesagt, jetzt reicht's. Das ging eigentlich immer von Ella so ein bisschen aus, weil ich denke, die wollte sich austesten. Ist das ihr Wuschi? Ja, das ist okay. Und es waren aber die einzigen Male und seitdem ist auch wieder alles tippitoppi zwischen den beiden, wie man sehen kann. Deswegen, alles gut. Wir sind immer noch unterwegs. Mein Akku wird gleich nicht mehr mitmachen. Hey. Wir haben tatsächlich noch Joggerbetreuung. Also heute sind auf alle Fälle viele Leute unterwegs. Aber alle irgendwie ohne Hund. Interessant. Also entweder sitzen die Leute mit Hunden auf der Couch oder die waren schon unterwegs. Kann natürlich auch sein. Naja, mal sehen. Wir haben noch ein Stück vor uns. Vielleicht treffen wir ja auch noch jemanden. Jetzt hier so ein bisschen den Weg außerhalb der Wege gegangen, oder wie sagt man denn, keinen offiziellen. Einfach weil uns vor uns tatsächlich Leute mit Hunden entgegenkamen. Von der Sorte, oh Gott, da kommen andere Hunde, ich bleib stehen. Oh, ach, cool. Guck mal, Rosi hat auch gleich reagiert. Was? Schaltis bellen. Wo hat sie den denn her? Das ist doch mal Cavaletti-Training. Na nicht? Shady traut sich nicht vorbei. Kann er sich nicht umdrehen schon? Jetzt, hier merkst du den Wind.